Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Auf euren Befehl. Ja, gib mal her. An sich können wir damit schon zu diesem Gebiet hier hinten rüber. Aber jetzt dürfen wir auch Steinmauern bauen. Was wir wollen. Wo wir noch mal kurz überlegen müssen, wie genau wir das wollen. So natürlich und so natürlich. Brücken gehören befestigt. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Oh, ebenso wie solche Engpässe. So. Sehr gut. Der Ostposten hinten wird auch mit eingemauert. Haben wir hinten... Hier haben wir einen Anschlusspunkt. Sehr, sehr schön. Keine Steine mehr. Hoppla. Joinks. Wir bedienen uns hier nur ein bisschen. Das ist ja gar kein... Das stört ja niemanden, nicht wahr? Mit etwa 9 Steinen müssen wir für den Rest hier rechnen. Und dann sind unsere wichtigsten Kerngebiete schön angeschlossen, so wie es sein sollte. Sofort. Ei. Auf euren Befehl. So. Sofort. Hier hinten möchte ich einfach, dass wir Zugriff auf Schwertkämpfer haben, wenn wir sie brauchen. Hat nichts damit zu tun, sie wirklich zu nutzen, aber für den Moment möchte ich, dass wir es können. Joinks. Oh, wie schön. Ich kümmere mich um eure... Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. So. Ich fühle mich jetzt sicher. Ein Fischer findet keine Fische mehr. So, da geht es erstmal kurz mal darum, den Trupp wieder voll zu kriegen. Das ging ja nicht klar. Nun, da alle relevanten Leute eingezogen sind, Party. Damit wir jetzt schon ein paar Ehefrauen für die wichtigen Gebäude reinbekommen. Die Burg darf noch nicht weiter als das. Die Kirche schon. Das Lagerhaus darf auf höchste Stufe. Wir können halt... Danke. Wir können einmal ganz kurz hier hoch und den wieder anschmeißen. Wir müssen es noch nicht, aber wir können das. Und das ist schon mal viel wert. Für den Moment ist es aber die Armee, die wir haben. Alles klar. Auf euren Befehl. Auf euren Befehl. So, die Ausgabe musste so oder so früher oder später passieren. Hier geht es erstmal um den Lagerhausausbau, denn Siedler werden wir jetzt gerade nicht so viel dazu nehmen. Ehefrauen. 16 von 26, sehr schön. 3 Steine noch. Hoch das Lagerhaus. Und hoch den Sold für Soldaten. Alles klar. Verstanden. Verstanden. Schon unterwegs.
Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Dann schnell speichern und wir gehen rüber und kümmern uns um den Abschaum da oben. Damit wir das nächste Gebiet hier einnehmen können und an die verdammten Schafe rankommen. Fluche ich ohne jeden Grund? Ja. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Wie ihr wünscht. Nicht aufgeben! Angriff! Schon unterwegs. Schon unterwegs. Sofort. Sofort. Nicht aufgeben! Wie ihr wünscht. Ei. Kämpft weiter. Auf eure Seite. Das soll den Beschuss hier ein bisschen auf sich ziehen. Die Bogenschützen stürmt los. Stehen so ein bisschen an der Grenze des ganzen Daseins. Verstanden. Ei. Angriff. Nicht aufgeben. Es gibt kein Zurück. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Vorwärts. Stürmt los. Schon unterwegs. So. Stürmt los. Alles klar. Stürmt los. Stürmt los. Jawohl. Schon unterwegs. Angriff. Gut. Ein guter Anfang. Hier hinten irgendwas? Da gibt's eine Kiste. Nein, das war ein Stein. Ich dachte, das wäre eine Kiste. Jawohl. Wie ihr wünscht. Gut. Ihr kennt das Prozedere. Party. Beten gibt es, wenn der Priester wieder angekommen ist. Komm rüber, Junge. Rohstoffen ist eingetroffen. Okay. Ei. Alles klar. Jawohl. Auf euren Befehl. Alles klar. Wie ihr wünscht. Ei. Schon unterwegs. Wir versuchen die Feinde jetzt ein bisschen auszudünnen. Aber die scheinen jetzt gerade wirklich keinen Spaß zu verstehen. Alles klar. Schießt zusammen. Auf euren Befehl. Ei. Vorwärts. Sofort. Verstanden. Nicht aufgeben. Auf euren Befehl. Zum Angriff. Okay, der Feind hat zum Glück nicht so viele Bogenschützen. Schon unterwegs. Schon unterwegs. Verstanden. Schon unterwegs. Verstanden. Wie ihr wünscht. Stürmt los. Ein Steinbruch ist erschöpft. Ei. Alles klar. Halt, den Trupp da hinten Stürmt möchte los. Ich haben. Ja, er schießt die. Ei. Verstanden. Angriff. Auf euren Befehl. Sofort. Verstanden. Angriff. Wie ihr wünscht. Verstanden. Verstanden. Wir ziehen sich wieder zurück, das heißt, wir schießen wieder auf sie los. Angriff. Schon unterwegs. Nein! Ach, Kestral. Deswegen beschleunigt man den Kampf Nein. nicht. Solche Fehler passieren dann nämlich immer. Zum Angriff! Auf euren Befehl. Verstanden. Nein, wir haben einen Bogenschützen verloren. Ah, ne, haben wir nicht. Das ist nur eine unterwegs. Fackel. Nur eine Fackel verloren. Vorwärts! Was ist das mit denen schießen? Zurück. Schon unterwegs. Alles klar. Angriff. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Verstanden. Und wieder zurück. Jawohl. Solange wir sie schneller zusammenschießen, als sie nachkommen können. Nicht aufgeben! Jawohl! Nicht aufgeben! Ei. Jetzt haben wir ihn verloren. Und zwar an den hier. Den feindlichen Bogenschützen haben uns erwischt. Stürmt los! Kämpft den Rest mal. Geht ein bisschen zurück. Jawohl. Schon unterwegs. Greift wieder an. Ne, da sind Bogenschützen. Konzentriert euch auf die. Sofort, auf euren Befehl. Ei, auf euren Befehl. Nein. Stürmt los. Ei. Vorwärts. Wieso lebst du eigentlich noch? Stürmt los. Wie ihr wünscht. Es gibt kein Zurück. Zum Angriff. So, brennt die ganze Zelt hier weg. Gut. Wir sind bereinigt. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Gibt es hier irgendwelche wilden Tiere? Da gibt es Löwen. Schon unterwegs. Schon unterwegs. So ziemlich viele. Ein Steinbruch wird bald erschöpft sein. Nicht aufgeben. Die müssen natürlich weichen, damit wir in der Lage sind, hier die Schafe wirklich arbeiten zu lassen. Ich muss mich in die Burg zurück.
Ach. Verstanden. Wie ihr wünscht. Schon unterwegs. Nicht laufen, schießen. Alles klar. In den Kampf. So. Gibt's noch ein drittes Rudel? Nein. Alles klar. Wie ihr wünscht. Ich sage, wir ziehen die Schafe dennoch nach, dennoch in unser umhautes Gebiet zurück. Ich weiß nicht, ob Viehzucht aktiviert ist. Soll auch keine Rolle spielen. Ich möchte das nicht, dass die Viecher die ganze Zeit sterben können. Scheint nicht aktiviert zu sein. Umso wichtiger, dass sie nahe bei uns sind. Da können wir das Gelände hier ganz gut für Getreide benutzen. Und wir setzen unseren Außenposten nach wohin denn? Ich möchte am liebsten relativ nah bei der Brücke haben. Ah ja, aber so nah können wir jetzt auch nicht gehen. Wir können aber so nah gehen und das dann hier so ummauern. Sofort. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Ei. 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 Schon unterwegs. Jawohl. Keine Banditen hier? Nein, es gibt hier Tiger. Mein Territorium eingenommen. So. Einem Schafhirten fehlt es an Schafen. Nicht mehr lange. Ja, komm. So. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Da gibt es einen ganzen Haufen Eisen. Das sieht interessant aus. In den Kampf. Ich habe das Gefühl, die Tiger hier könnten Schätze bewachen. Oh, da oben sind Banditen. Kämpft weiter. Sofort. Unsere Truppen werden angegriffen. Alles klar. Sofort. Was macht ihr da, Soldaten? Jawohl. Soldaten, was ist... Okay. Ignorieren wir die Tiger erstmal und gehen uns hier um das Gelände hier kümmern. Einem Steinmetz was nur von der anderen Seite wirklich angreifen können. Alles klar. Die Nahkämpfer spielen also letztendlich keine Rolle in dem Gebiet hier, aber... Wir müssen die ganzen Bogenschützen töten. Verstanden. Stürmt los. Schon unterwegs. Das ist das Hauptproblem, dass unsere Soldaten dann einfach blöd werden. Ei. Nicht aufgeben! Das ist genau das verdammte Problem, wovon ich rede. Vorwärts! Wie ihr wünscht. Die wollen nämlich jetzt außen rumrennen, um sich in den Nahkampf zu stürzen. Anstatt einfach aus der richtigen Entfernung zu schießen, aus der sie definitiv zu treffen können. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Schieß den Tiger. Verstanden. Hört auf, irgendwo hinzurennen, Leute! Sofort! Kämpft weiter! Eure Wegfindung ist eine absolute Katastrophe! Was haben wir hier? In der unversehrten Vase scheint Gold zu sein. Doch ich kann es nicht bergen. Ich muss erst die beiden Tiger töten. Sehr schön, ein bisschen wie erwartet. Niemand von euch rennt irgendwo hin. Schon unterwegs. Wie ihr wünscht. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Alles klar. Nicht aufgeben! Sofort. Jawohl. Wo, Alter? Leute! Sofort. Hört auf, da oben lang zu rennen. Bei Gott, ich werde euch alle niederschlagen für die Frechheit, die ihr an den Tag legt. Nicht aufgeben, wie ihr wünscht. Das ist unglaublich mit denen. Wie ihr wünscht. Kämpft weiter. Alter Junge! Schon unterwegs. Nicht aufgeben. Feuer. Seht ihr habt die Reichweite. Also hört auf, euch so peinlich zu verhalten. Hochnot peinlicher Abschaum. Drehen wir die Kamera dafür. Leute?
kämpft weiter. Auf euren Befehl. Okay, gut. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Sofort. Alles Kestrel, klar. Das gleiche gilt für den... Sofort. Manchmal frage ich, was mit den Leuten hier falsch ist, die wir ausgebildet haben. Oh, wir müssen unbedingt in den Nahkampf rennen. Das ist voll Knorke. Lass machen. Schon unterwegs. Alles klar. Ei. Schon unterwegs. Ah, diese Soldaten. Sofort. Beim schwarzen Tod sind die wahrscheinlich auch unterwegs und lecken jede Pestbeule, die sie finden können. Ah. Wisst ihr, liebe Gemeinde, ich frage mich immer wieder, warum mich niemand dabei auffällt, diesen schrecklichen Kram auszusprechen, den ich wortwörtlich jeden einzelnen Tag sage. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Hat Gott uns wirklich so sehr verlassen, dass er die ganze Welt mir auf diese Art überlassen hat? Wie ihr wünscht. Jawohl. Alles klar. Ein so. Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Auf euren Befehl. Sofort. Wir haben ein Territorium eingenommen. Ja, du bist nicht zu retten, mein Freund. Schon unterwegs. Gut. Einem Steinmetz fehlt es an Stein. Wo kann man hier die Mauer anschließen? Das ist nämlich die eine Sache, die ich noch nicht mit einberechnet habe auf dieser Seite. Gar nicht. Okay, wie schön. Gut, dann vergiss das. Vergessen wir das mal ganz schnell und mauern das Teil auf eine andere Art ein. Indem ich abnormale Mengen an Stein verschwende. Steinmetz fehlt es an Stein. Ich weiß. Aber wir schmeißen die Steinmetz einfach mal kurz wieder an. Schon unterwegs. Sofort. Auf euren Befehl. Schon unterwegs. Und dann müssen wir die Armeen hier rüberbringen. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Auf euren Befehl. Den Schwertkämpfertrupp lassen wir mal zu Hause. Man weiß nie, ob nicht irgendwelche Diebe antanzen, die man direkt abfangen muss. Okay, wir haben Unmengen an Wild. Die können wir auch nicht verkaufen, weil unser Handelspartner es nicht annimmt. Und die Kirche einmal aus. Wir stellen fest, dass wir nicht mehr so viel Geld haben. Wir sollten ein bisschen was stehlen gehen. Leihen gehen. Jawohl. Freiwillig. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Hier unten gibt es nochmal Fisch. Ich kann auch bestimmt Fisch verkaufen, oder? Fisch können wir verkaufen. Das ist gut. Gebt mal einen Moment. Gut, weiter geht's. Jungs. Sieht mal, was ich hier habe. Etwas Gold. Euer Biergeld braucht ihr ja nicht. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Gut, ich hätte gerne noch ein paar Getreidefarmen. Hier in der Region. Da stört es ja nicht so sehr. Ein Steinbruch wird bald erschöpft sein. Der Steinbruch. Wie viel ist in den Steinbrüchen drinne? Es ist praktisch das Geld nicht wert, auf dem es, mit dem es bezahlt wurde, aber von mir aus. Ich würde gerade sagen, dass Geld nicht wert, auf dem es geprägt ist, aber dann werden Steine auf Geld geprägt. Wir sollten damit anfangen. Wir sollten anfangen, Steine auf Geld zu prägen. Geologengeld. Anstatt irgendwelche
irgendwelche Symbole oder Monumente oder irgendwas in der Art. Nein, wir münzen einmal ganz kurz ein Stück Obsidian auf einen 50-Euro-Schein. Aber jetzt kommt wahrscheinlich ein Geologe herum, schlägt mich tot und sagt, Obsidian ist eine Form von Glas. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Was fair wäre. Verstanden. Ich glaube, dass das ist. Dementsprechend ein Steinbruch ist kein Stein spezifisch. Fragt mich nicht, was die direkte Definition eines Steines ist. Ich bin mir das jetzt auch nicht sicher. Das ist nicht mein Expertenbereich. Ja, um die Weihrauchfarm müssen wir uns gleich bestimmt auch noch kümmern. Weil ich möchte die Brücke erstmal einnehmen. Ach, dürfen wir nicht. Oh, wir waren noch gar nicht hier. Die Brücke ist gesperrt. Vielleicht lässt sich die Barriere von der anderen Seite öffnen. Aber wem gehört die? Ist kein Territorium. Ah, doch, da. Da ist der Grenzstein. Nun, das ist interessant. Das ist eine Überraschungsabkürzung, die uns später helfen wird. So. Jawohl. Ja, dann geht's hier runter. Gut, damit sollten wir aber auch in die Getreidemengen kommen, die wir brauchen. Und wir haben hier hinten einfach nochmal zweimal Wild. Da drüben haben wir noch mehr Wild. Hier haben wir unser Eisen. Hier möchte ich das Gelände ein bisschen gesichert haben. Der Steinbruch wird bald erschöpft sein. So. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. So. Ja, wir müssen gleich in dieses Gebiet hier rüber. Oh Gott, das ist ja eins, nehmen wir dann absolut mit einer absoluten Plage. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Okay, gebt mir abermals einen kleinen Moment. Ich muss kurz wieder was antworten. So. Ja, heute ist wieder einer dieser Tage, wo ich Dinge anstehen habe. Also wie ziemlich die letzten paar Monate kategorisch. Die ganze Zeit, ununterbrochen, jeden wachen Moment. Alles klar. Das hat für so viele Stocken bei so vielen Aufnahmen gesorgt. Ich werde das aufrechterhalten bekommen oder irgendwie wieder ans Laufen kriegen alles. Oh. Okay, damit haben wir es jetzt. Hier gibt's Kühe. Das ist gut. Kühe sind toll. Wo setzen wir die hin? Hier hinten hin? Wahrscheinlich schon. Hier fordern wir unser Eisen. Hier oben gibt es einen ganz guten Steinbruch. Und einen besseren Zugriff auf das Eisen von hier. Ich werde wahrscheinlich gleich eine Aufnahmepause einlegen müssen. Aber dafür werde ich zuerst mal dieses Gebiet hier einnehmen. Baronin, das machen wir auf jeden Fall in der Aufnahme noch. Alles klar, Leute. An die Arbeit. Schon unterwegs. Verstanden. Ach ja, sollt hoch. Beten. Party. Sofort. Die Feinde haben zumindest einen guten Teil des Nachschubs hier verloren. Wie ihr wünscht. Nein, schießen. Irgendjemand von euch in den verdammten Nahkampf übergeht, Leute. Kämpft weiter!
Wir müssen auf Kestral achten. So, guter Anfang. Schnell speichern. Aber es gibt noch ein weiteres Gebiet. Noch nicht mal entdeckt haben. Das ist ein Dorf. Auf euren Befehl. Verstanden. Oh, da oben lebt ja noch Abschaum. Den sollten wir vielleicht mal kurz loswerden. Wir werden angegriffen. Deren Zelt hatten wir weggeschossen. Jawohl, sofort. Stürmt los. Verstanden, sofort. Verstanden, alles klar. So. Alles klar. Gut, das hier hinten, ich sehe 2 Trupps Bogenschützen, 3 Trupps Bogenschützen und dahinter noch einen ganzen Batzen an Leuten. Schwerter, Bogenschützen, 4 Trupps. 4, 5 Trupps Bogenschützen? 4 Trupps Bogenschützen insgesamt. Und da hinten in dieser lästigen Nische ist der 5. Trupp. Es wird blutig. Jawohl. Also tanzen Jawohl. Wir ein bisschen mit denen. Schießen zuerst die Bogenschützen weg, wenn wir können. Auf euren Befehl. Vorwärts! Ei, sofort! Schon unterwegs. Sofort. Lauf, 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 lauf. Angriff. Kämpft weiter. Leiden wir ein paar Verluste. Es gibt kein Zurück. Vorwärts. In den Kampf. Okay, dann ist der nächste Trupp. Weiter. Wir werden angegriffen. Wie ihr wünscht. Zurück, zurück. Verstanden. Die Nahkämpfer können wir ziemlich verlustlos auslöschen. Wenn wir es richtig machen. Schon unterwegs. So müssen wir die einfach immer nur beschießen und dann wegrennen, sobald die nachkommen wollen. Angriff. Schon unterwegs. Kämpft weiter. Schon unterwegs. Angriff. Schon unterwegs. Vorwärts. Denn die haben so einen goldenen Punkt, von wo aus uns nicht weiter verfolgen. Und den müssen wir immer wieder überqueren. Lauf, 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 lauf. Alles klar. Schon unterwegs. Sehr gut. Dann löschen wir deren Zelt mal eben aus. Es gibt kein Zurück. Okay, sehr schön. Und die können wir jetzt einfach so wieder kämpfen. In den Kampf. Schon unterwegs. 1000 für dieses Geländer. Naja, letztendlich ist es 1000 für Kuhherde. Ich denke, das ist... Oh, nein. Ei. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Stürmt los! Wenn ich sie nicht 1000 ausgeben für eine Kuhherde, die dann einfach sofort von Löwen gefressen wird. Gut, dass wir darauf geachtet haben. Wer wohnt denn hier? Schon unterwegs. Wir können das Tor für euch nicht öffnen. Bitte tötet die Löwen vor unserem Dorf tot. Vielen Dank für eure Hilfe. Kommt auf unseren Marktplatz. Später. Sofort. Gold runter und Kühe. Ein Fischer findet keine Fische mehr. Das wird hier ein bisschen gekappt. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. So. Okay. Hier ist halt nur eine Kuhherde. Entsprechend nehmen wir die direkt so mit. Wir brauchen noch einen Käser. Setzen wir mal Julius Käser nach hier hinten hin. Und Kräuter. Direkt zweimal. Ich bin mir nicht sicher, warum das Spiel will, dass wir unbedingt Kräuter haben. Aber dann ist es halt ein Überraschungswerkzeug, das uns später helfen wird. Und hier brauchen wir Steine. Oder eine Steinmauer. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen.
Nein. Verstanden. Verstanden. Gehen wir mal hier rüber. Hi. Verstanden. Die Soldaten müssen auch wieder aufgefrischt werden. Also zieht euch zurück. Schön weiter ausbauen. So. Und Wochen 10. Ja, das ist natürlich toll. Ein Karren mit Rohstoffen ist eingetroffen. Oh, die verkaufen Kühe. Wie nützlich. Und wir können die Kuhherden nach hier hinten setzen. Verbliebenen. So. Halt, können wir es andersrum machen? Die Weiden so setzen. Also eine zumindest so setzen. Dann den hier nach dahin. Und dann die letzte Weide so. Ja, können wir, machen wir. Blocking mit den Straßen ist manchmal ein bisschen lustig. Ein bisschen humorvoll. Ein klein bisschen lächerlich. So. Schafe könnten wir nach hierhin verschieben. Wenn wir das wollten. Steinmetz. Wisst ihr. Das ist für mich schon in Ordnung. So. Okay, dann speichere ich hier mal und lege hier eine kleine Pause ein. Weil ich die Aufnahme direkt schneidend rendern darf. Wie üblich. In jedem Fall, liebe Gemeinde, sehen wir uns dann in der nächsten Folge direkt wieder und finden die letzten Schätze und schauen uns ein bisschen weiter um. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen, euch allen viel Spaß und Cheerio, ihr wisst ja.